Es wird kein leichter Kampf. Aber wir sind bereit, wenn Sie es sind. Sie haben bei Rex scheinbar Wunder bewirkt. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich besänftigen ließe. Danke, dass Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Das ist für Hiroshima, wenn ich mich nicht irre. Nette Idee. Wenn man das Bömpchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Es klingt wirklich etwas riskant. Gibt es keinen anderen Weg? Nein, aber ich glaube, es ist zu schaffen. Ich werde meine Männer in 3 Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Gute Idee, aber ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich Sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer Ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Sie erwarten also, dass ich einen meiner Leute Ihrem Kommando unterstelle? Letztendlich sind wir doch alle Soldaten, nicht wahr? Wenn Ihre Leute nicht bereit sind, sich einem solchen Risiko zu stellen, wollen Sie sie dann wirklich an Ihrer Seite haben? Ja. Er hat recht, Commander. Wir können es nur schaffen, wenn beide Teams auf gleicher Höhe sind. Ich melde mich freiwillig. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Wer ist für die Mission am geeignetsten? Beide wären geeignet, Commander. Beide scheinen bereit zu sein, wenn nötig, ihr Leben zu opfern, obwohl ich hoffe und davon ausgehe, dass das nicht nötig sein wird. Ich brauche Caden eigentlich für die Bombe, also ist Ashley die bessere Wahl. Williams, Sie begleiten den Captain. Keine Heldentaten, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Die Normandy wird mich abholen. Wie werden Ihre Teams der Explosion entkommen? Wir werden die Gate so lange wie möglich beschäftigen. Sobald die Bombe an Ort und Stelle ist, werden wir versuchen, zurückzufallen und dem Detonationsradius zu entkommen. Das ist aber ein sehr großes Vielleicht und Aber. Wenn wir uns beeilen, sollten wir mit annehmbaren Verlusten entkommen können. Wenn nicht, wird man uns als Märtyrer für eine größere Sache in Erinnerung haben. Bei Ihnen hört sich das wie ein Selbstmordkommando an. Ich werde Sie nicht anlügen, Commander. Es besteht die Möglichkeit, dass keiner von uns den Angriff überlebt. Das gilt auch für Ihr Team. Aber wir werden tun, was nötig ist. Shadow leuchtet mir ein. Welche Codenamen bekommen die anderen Teams? Igor, Manowai und Jay. Manowar! Das waren die anfänglichen Siedlungen auf unseren ersten 3 Kolonialwelten. Sie sind bis heute das Herzstück des salarianischen Territoriums. Die Namen werden meine Männer daran erinnern, wofür sie kämpfen. Wenn wir eine Chance auf Erfolg haben wollen, muss etwas Persönliches einfließen und auf dem Spiel stehen. Ja, dann gehen wir. Bereit, wenn Sie es sind, Captain. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, solange ich weg bin, LT. Und Sie auch nicht, Commander. Wir werden es schon schaffen. Sie werden es erleben. Ja, ich... Viel Glück. Wollen Sie was sagen, Chief? Ich weiß nicht. Es ist nur so seltsam, die Befehle von jemand anders zu befolgen. Ich hatte mich an Sie gewöhnt. An Sie alle. Keine Sorge. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich weiß. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen, Commander. Ganz egal, ob wir in der gleichen Einheit sind oder nicht. Wir bleiben ein Team. Passen Sie aufeinander auf. Halten Sie die Augen offen. Und kämpfen Sie so, wie ich es von Ihnen gewohnt bin. Dann kommen wir hier alle lebendig wieder raus. Darauf können Sie wetten, Commander. Ich bin nicht glücklich damit. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden.
Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Oh, ich liebe den Soundtrack. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Oh, ist das cool. Nicht vergessen, wir sind Team Shadow. Wir kommen aus der Dunkelheit. Komm, Jack. Können Sie mich hören, Commander? Klar und deutlich. Gut, wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Okay. Wir speichern auch nochmal. Und dann würde ich sagen, treten wir Saren mal dick in seinen Salarianer-Arsch. Shadow ist am Boden. Wiederhole. Shadow ist am Boden. Turianer. Chief Williams mit dem Eigo-Team. Manowai, J2-Team, los! Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Ja. Nehmen wir wieder das normale Gewehr. Manowai steht unter Dauerbeschuss. Achten Sie auf Geschütztürme, die den Gates helfen können. Aber das ist nicht Kira, die das gesagt hat. Oder das, der das gesagt hat, besser gesagt. Wow, was war denn das gerade bitte? Interessant. Diese Hallus? Offensichtlich wollten die Gate uns von diesem Außenposten fernhalten. Ja, das würde ich auch so sagen. Mit Waffengewalt. Ah. Cool. So, das heißt, wir haben schon mal eine Dingens gestört von den Feinden. Jetzt geht's dann so rum. Könnten theoretisch... Ja, gehen wir mal da unten lang. Ich weiß gar nicht, ist das Sprinten oder... Ja, endlich mal Soundtrack. Was stört Ihre Zielanvisierung? Wir haben einen Treffer. Chief Williams, helfen Sie Manowai. Und nieder. Dun, 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 dun. Also eigentlich könnte Sie fordern die... SAT-Angriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstationen. Williams, können Sie was sehen? Eigentlich, ne? Könnte die Musik mal ruhig weitergehen. So ist es ja ziemlich still. Ah, da oben ist ein Gate. So, oh, der wird weggelatzt und rettetem. Kroganer. So, das wäre erledigt. Wir haben da irgendein Ausrufezeichen. Aber warum und weswegen? Diese Welt ist wunderschön. Zu schade, dass sie verpestet ist mit Saren und seinem Ja, das Bild. Ist schon schade. Aber irgendwie hier ist doch so eine... Ah. So, gleich dürften wir das wieder kommentiert bekommen. Nehme ich an. Oder auch nicht. Also, nehme ich an. Flugzeug unterwegs zum Zielgebiet, zwecks Aufladung. Verschanzen, bevor sie zurückkommen. Warte mal, ein Flugzeug... Da sind wir doch in der Nähe. Ich weiß es doch schon wieder genau.
Sprint, Sprint, Sprint. Komm. Schneller, 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 los, los, los. Boah, leck mich am Arsch. Was war das denn? Alter Verwalter. Boah. Das war Schaden. Alter Schwede. Boah. Das war echt heftig. Flugzeug unterwegs. Das hat mich überrascht. Verschanzen, bevor sie zurückkommen. Das hat mich echt auf dem falschen Fuß erwischt. Leck mich fett. Da fällt mir was ein, und zwar... Upgrade. Ich muss den Granatendingens wieder ändern, weil wir haben ja noch dieses Antitrojaner-Gas. Das bringt uns so gesehen nämlich nicht viel. Medizininterface, Energiegewebe, Exoskelett 5. So, und ich habe halt immer noch keine schwere Rüstung, aber... Ein Gate-Flieger! Er scheint aufzutanken! Vielleicht sollten wir versuchen, ihn auszuschalten, bevor er die anderen Teams angreifen kann. Von den Raketendrohnen. Ah, daher kam da vorhin der Schaden. So, das Ding ist erledigt. Sniper. Sniper. Das macht es echt nicht leichter zu zielen, während man beschossen wird. Ah, das war doch ein schöner Schuss. Hm, wo war denn hier ein Gate-Flieger? Da habe ich einen Tank gesehen, aber ansonsten... Meinten die damit die Drohnen, die auftanken mussten, oder? Das kann natürlich sein. Das sieht mir da hinten doch schon wieder nach Gate aus. Am Scharfschützen sogar. Ja, ich materialisiert. Vielleicht bekommen wir Hilfe von Shadow. So, jetzt hab. Oh, nicht noch ein Kroganer. Oh, zwei Kroganer! Huiuiui. Huiuiui. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Krogan an diesem Spiel hasse? Boah. Vielleicht kann ich wieder. Jetzt kann ich wieder. Puh, F6. F6? Ja. Shadow muss nahe dran sein. Stellung halten, Leute. Stellung halten. So, schauen wir mal. Warte mal. Gehen wir erstmal da hinten hin. Ach, Leute, ich möchte nicht mehr ducken.
weil der Lagerraum sah mir recht klein aus. Sollte hier nicht ein Fahrstuhl sein? Merkwürdig. Oder hier? Entschuldigung. Aber auf der Karte wird es ja so angezeigt. Also, was da mal wieder los war. Und der Ton ist schon. Leute, bitte. Ja. Bitte nächstes Mal ein bisschen mehr Sound, liebes Developer-Team. Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite. Aber sind da nicht unsere Kollegen? So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für die salarianischen Teams. Deaktivieren Sie einfach den Alarm. Wir kümmern uns um die Wachen drinnen. Und gleich wieder vorbildlich dafür gekriegt. Oh, lauf mir doch nicht in die... Ihr seid doch alle behinderte NPCs. Ganz ehrlich, daran müssen sie nochmal arbeiten, am Deckungssystem der NPCs. Wo geht's denn hier weiter? Noch da hinten. Da laggt sogar nochmal. Aber wir können noch nicht speichern. Aber hier sind noch welche. Oh, oh. Boah, der war dick. Bitte, ich möchte speichern. Hallo? Ist da jemand? Hallo? So, das wäre erledigt. Sie müssen an Boden gewinnen, Williams. Wir wollen nicht, dass Sie sich verbarrikadieren. Locken Sie sie da raus. Oh, das finde ich gar nicht gut, was ich da höre. Och, ich möchte doch nur einmal speichern. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Wer sind Sie? Allianz, nicht wahr? Ich wusste, jemand würde kommen. Es hat versucht, mich zu brechen, aber ohne Erfolg. Ich habe es ausgesperrt. Beruhigen Sie sich. Ich muss wissen, woher Sie kamen. Private Mail Sabot. Vom dritten Infiltrator. Das heißt, das ist einer der Kollegen von dem Typen. Vielleicht kann er denen helfen. Sehr gern, Sir. Diese Bastarde fragen nie irgendwas. Immer zu flüstern und schubsen und schneiden sie. Okay. Ich hätte alles gesagt, nur um rauszukommen und Rache nehmen zu können. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Rache? Was haben die Ihnen angetan, Soldat? Experimente. Wofür, weiß ich nicht. Die Auswirkungen unaufhörlichen Flüsterns auf meinen immer kürzer werdenden Geduldsfaden. Wer weiß. Ich will einfach nur raus. Hier stimmt was nicht, Shepard. Wenn wir ihn nicht rauslassen, ist er so gut wie tot. Sie müssen was tun. Irgendwas. Ja, mich hier zu lassen wäre nicht cool. Gar nicht gut. Es ist so eng und der Lärm hört einfach nicht auf. Flüstern kann laut sein, wissen Sie? Ich muss hier raus. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie ihn frei. Er könnte uns helfen. Jawohl, Sir. Sie werden feststellen, dass ich sehr gut Befehle ausführen kann. Das sollte ich sein. Ich höre sie immer und immer wieder. Warum werden sie wiederholt? Wo sie doch so simpel sind. So verdammt simpel! Okay. Warum wurden die jetzt aggressiv?